unter Qualität. Und da ist normalerweise eine Autoerkennung drin, da könnt ihr aber auch zum Beispiel auf 720p runter reduzieren oder auch allgemein noch ein bisschen runter, das würde die Datenmenge reduzieren. 6000 Bits macht mir ganz wuschig. Theoretisch könnte YouTube sogar 9000 Bits machen, aber dann kann ich nicht mehr auf Twitch gleichzeitig streamen. Ja. Was ist die neue Conny Refill dann wie die Miranda T1 kostenlos? Ja, wahrscheinlich, ne? Ist aber das geht dann bloß. Da tut der Tiberius wieder hier die Zuschauer ärgern. So. Dann tun wir mal, was müssen wir jetzt machen? Mit Kuhmarke-Sprecher, wo warst du denn? Da hinten stehst du. Mit Kuhmarke-Sprecher. Das ist alles ziemlich überwältigend. Dieser Dynamo Dresden ist ein weiterer Fremder von einem anderen Ort. Und sie sind hier, um uns mit unserem sterbenden Stern zu helfen. Ja, wir sind gekommen, um Nachforschung über den Stern anzustellen. Und jetzt stecken wir mittendrin, wo der Ball drin steckt. Oh ja, ich schätze, ich versuche nun, wie ein plötzlich sterbender Stern die Aufmerksamkeit von gewissen Personen auf sich lenken kann. Das Klingonische Reich ist auch sehr daran interessiert, mehr über ihr Volk zu erfahren, um sie dann zu erobern und zu versklaven. Wir heißen jederzeit starke Verbündete willkommen. Die sind so Pussys geworden in Story, die Klingonen, ne? We've sent a few probes and met a couple of neighbors, but we're happy at home. We have what we need, so why... Kuhmarke, Tomate. Ich muss mal an Bärenmarke denken. Es ist ein seltsamer Zufall. Wir hatten uns vermutlich niemals getroffen, wenn das Problem mit diesem Stern nicht bestanden hätte. Mein Volk hätte nie wirklich den Wunsch, das große Unbekannte zu erforschen. Wir haben ein paar Sonden geschickt und ein paar Nachbarn getroffen, doch wir waren stets glücklich mit unserer Heimatwelt, da wir alles haben, was wir brauchen. Also wieso hätten wir es riskieren sollen? Mein Volk besteht aus Kriegern mit einer stolzen Tradition. Wir schrecken nicht vor Gefahren zurück oder davor, andere Planeten einfach zu versklaven. So. Es klingt, als hätten sie viel Erfahrung darin, mit anderen Völkern zu interagieren. Ja. Vielleicht können wir, wenn wir diese Geschichte überleben sollten, diese Chance nutzen, um einander besser kennenzulernen. Um darüber zu reden, was wir gemeinsam haben und was wir einander anbieten können. Ich bin mir sicher, dass mein Volk offizielle Beziehungen eingehen möchte. Ihre Erfahrung hier würde sich hier blablabla. Wie kann ich Ihnen helfen? Meine Heimat schwebt in Gefahr. Ich will etwas dagegen unternehmen. Ich will an der Behebung des Problems beteiligt sein. Bleiben Sie an meiner Seite, Sie können uns dabei beobachten, wie wir dieses Problem analysieren und lösen. Das heißt nach dem Motto, halt die Grosch und bleib in der Ecke stehen. Bleiben Sie an der Seite von Dynamo, dieses sein Schiff, daher kann er es vermutlich am besten erklären. Warten Sie hier, dies ist ein sicherer und weniger riskant, denn das wird eine heikle... Mach mal hier, komm. So, mit Dynamo Dresden sprechen. Willkommen auf meinem Schiff. Machen Sie sich keine Sorge, dieses Schiff stammt aus dem 31. Jahrhundert und verfügt über Technologie, die Sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass ich hier bin, um zu helfen. Das erklärt, warum meine Scans die Hülle Ihrer Schiffe nicht durchdringen konnten, aber woher sind die Technologien, Sie die Technologien haben, mit der ein sterbender Stern stabilisiert werden kann? Korrekt, ich stehe in Verbindung mit einer temporalen Abteilung für, nun sagen wir einfach, dass sie mir einen Verbündeten aus der Zukunft senden können und sich hier, und dass ich hier bin, um die Lokari-Stern zu retten. Also geht es darum, den Zeitfluss zu ändern, davon hätte ich in letzter Zeit bereits genug. Nein, nein, ich versuche Veränderungen zu verhindern, beziehungsweise rückgängig zu machen. Jemand hat sie an diesem Stern zu schaffen gemacht. Der Stern sollte eigentlich nicht hier und jetzt sterben. Die Dukari werden heute nicht verschwinden, zumindest nicht so lange, wie ein Wörtchen mitzureden haben. Ich verfüge über Technologien, die uns helfen kann, doch wir werden sie anpassen müssen, um den Fusionsprozess des Sterns wieder in Gang zu setzen. Ich würde Sie gerne bitten, mir bei der Angleichung der Matrix zu helfen, sodass sie mit dem ursprünglichen Spektrum des Sterns übereinstimmt. In Ordnung, ich werde versuchen, eine Matrix auszugleichen. Ich muss da hinten. Das ist eigentlich krass, ne? Wie das auch noch hier hinten so weitergeht. Topmoderne Schiffe, aber immer noch solche Rohre hier verlegt. Wahnsinn. Und das ist das neue Föderations-LKs. Immer noch zweidimensional. So, den blauen Spektrum anpassen. Bis wann streamst du heute? Ich weiß es noch nicht.
aktuelle Wellenlänge, der blauen Wellenlängenbereich, Wellenlänge erhöhen. Wellenlänge einstellen. Ein Rohrverleger! Ja, solange es kein Rohrkrepierer ist. Ich finde besonders die neue Toscony cool. Ja. Toscony. Sir, während ich die Scans durchgeführt habe, habe ich ein paar Daten zu Dynamo erhalten und diese sind ein wenig überraschend. Er scheint ein Mensch-Vulkanier-Hybrid zu sein mit ein wenig DNA des Volkes dieser Welt. Anscheinend hat dieses Volk, die Lokari, in Zukunft eine stärkere Bindung mit dem Rest der Galaxie. Also ich will nicht nur diesen Planeten vor der Vernichtung bewahren, sondern auch, dass die Menschen sich drauf vermehren. Geht ja gar nicht. Dieses bedeutet letztendlich, dass er wahrscheinlich vertrauenswürdiger ist. Lassen Sie uns an die Arbeit mit diesem Stern abschließen. So, muss ich jetzt hin? Ich muss da drüben hin. Ein Riesenraum, aber kein Klo in der Gegend. Ne? Rudelspektrum anpassen. Wellenlänge 550. Ich muss auf 56 bis 57. Na, 620 bis 57. Das ist doch das Modell, was in den ersten beiden Folgen benutzt wurde. Klingt, als ob derjenige, die versucht haben, den Lukari-Stern zu destabilisieren, zurückgekehrt sind. Lassen Sie uns schauen, wer. Sie meinen es anscheinend ernst. Schilde haben Energie verloren. Wir werden angegriffen. So, Endokommando zurückschlagen. Was? Ah, okay. Schießen. Ich werde mir erstmal hier ein paar Drohnen aktivieren. I need to finish these computations. Drohne. Türmchen. Und noch ein Türmchen. Und noch ein Beam. Durch sein Schiff durchgebeamt hier. I have the device shielded in a force field, but I can't deploy it until these Tholians are out of the way. Shields are back online. They shouldn't be able to get any more boarding parties over. Erschießen, dann fragen. Ja, das kann ich und der Don vor allem auch sehr gut. So, Gegenstände nehmen. Eine Energiezelle. Die müssen echt mal das Segelblatt mal hier fixen. Unspielbar, das Spiel. Unspielbar. Gleich deinstallieren. So. Wo müssen wir jetzt hin? Erneut mit Dynamo Dresden sprechen. Da ist er. Wir haben eine Verschnaufpause. Jetzt muss ich das Gerät nur noch aufladen und es für die Verwendung vorbereiten. In nur wenigen Minuten wird es eine Quantenwellenverschiebung herbeiführen, die den ins Stocken geratenen Fusionsprozess des Sterns korrigieren sollte. Sie sollten sich zurück auf ihr Schiff begeben und ich werde den an die Administratorin zurück nach Hause schicken. Es gibt wieder schönes Screenshot-Material, definitiv. Das Gerät wird aufgeladen. Es sollte jetzt nur noch wenige Minuten dauern, bis der Stern wieder in Ordnung ist. In Ordnung kommen. Kommen Sie. Ah, jetzt wird geballert. So, dann schießen wir mal ein bisschen. Bam. Gegenstände sammeln. Und jetzt geht's ab hier. Wo sind die Gegner da oben? Haben die mich jetzt runtergeschoben gehabt? Bam, bam, bam.
So, noch eine Minute. Oben. Na. Na, wieso schießt er nicht? Ach, da drüben ist schon offen. Wo ist der Gegner? Da oben. So, Kondensation voll aufgeladen. Feuer in 3 Sekunden. It's working. Look at the star. Check the spectral readings. The fusion process is reigniting and it's returning to normal. Es funktioniert. Schauen Sie zum Stern. Überprüfen Sie die spektralen Werte. Der Fusionsprozess beginnt erneut und es kehrt wieder in normalen Prozess zurück. Muss nicht Sonne leiten. Sollte mal stehen bleiben. So, Werte normales sind sich. Einige dieser Schiffe sind gerade in unserem Heimatsystem angetroffen. Sie greifen unsere Heimatwelt an. Wir können nichts gegen derartige Raumschiffe ausrichten. Bitte helfen Sie uns. Uff, de Weisch! Das da oben. Achso, das ist der Ding ganz wo. Halten Sie sie auf! Die machen Aura. So, legen wir ein bisschen vorher. Da sind sie. Vor allem, die machen ja nicht mal was hier, ne? Die fliegen nur rum. Greifen nicht an. Boah, diese blöden, bösen Wände da hier, die die immer aufbauen, die gehen so auf den Sender. Na komm! Du warst mein Schiff in meinem Netz gefangen. Ich brauche Hilfe! Mann, Pussy. Ich kümme. Turianischen Einsiedler. Siehst du, Netz ist schon weg. Kann wieder gehen. Und weg ist er. Feiger Hund. Und lässt noch ein paar kleine Netzweber da. Und dann steigt mal aus, bleibt mal hier und sterbt. Ja, und ich wegfliege. So ein feiger Hund. Wieso verschwinden eigentlich die Netze nicht, wenn die Schiffe auch verschwinden? Wo ist denn da unten? Ist der Dynamo? Gegenstände nehmen. Gegenstände nehmen. Gegenstände nehmen. Fliegst du da oben weg oder schwebe ich noch? Danke für die Rettung, aber die Trojaner haben es geschafft, den Toxotat zu stehlen. Dies muss die ganze Zeit schon ihr Plan gewesen sein. Meine Daten sagen mir, dass die Trojaner einen Trilithium-Sprengsatz verwendet haben, um den Stern zu destabilisieren. Aber allein die dazu benötigten Ressourcen machen es zu einem sehr ineffizienten Unterfangen. Nein, sie müssen gewusst haben, dass ich aufgetaucht, dass ich auftauchen werde, um den Stern zu retten. Ich habe ihnen quasi den Toxotat entgegengebracht. Zum Glück ist der Lucari-Stern nun sicher, aber niemand sonst mehr, solange die Trojaner das Gerät besitzen. Sie können damit entkommen und jeden Stern destabilisieren, den sie wollen. Wir müssen erst irgendwie abnehmen wieder. Ich habe mir dazu bereits ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss zunächst ein paar Kalkulationen vornehmen. Diese Ereignisse und der Toxotat selbst stehen